Herzlich willkommen in der Akiba-Line zu Türchen Nummer 12 vom Manga-Review-Adventskalender. Heute gibt es einen Titel, der ausgesprochen lang mal wieder ist. Is it wrong to try to pick up girls in a dungeon? Gucken wir uns nachher an. Aber wir starten wie immer mit der kleinen Akiba-Line Weihnachtsgeschichte. Und, wie geht es, Oma? Fragt die Mutter. Das kannst du dir gleich selber fragen. Sie setzt sich in den nächsten Bus und kommt vorbei. Beantwortet Akibalein ihre Frage. Ich muss jetzt erstmal kurz was aus dem Keller holen, flunkert sie, während sie sich Is it wrong to pick up girls in the dungeon in die Tasche steckt und sich auf den Weg macht, in der Hoffnung, dort der Hektik etwas zu entfliehen. Im Keller trifft sie den Hausmeister. Also irgendwie spinnt die Heizung heute, murmelt er. Fragen Sie doch unseren Schornsteinfeger, der sitzt bei mir oben in der Wohnung, sagt sie mit einem leicht ironischen Unterton. Ist das so? Ja, dann gehe ich gleich mal hoch. Genau, trinken Sie auch gleich noch einen Kaffee und einen Tee mit ein, wenn Sie oben sind, sagt sie mit einem noch stärkeren ironischen Unterton. Das Angebot nehme ich gerne an, vielen Dank, antwortet der Hausmeister und verschwindet. Sie schüttelt den Kopf und sagt, was soll's, endlich allein. Dann fange ich mal an zu lesen. Ja, und bei dem Titel kann man auch mal die Hälfte vergessen, so wie der Alex gerade, das ist ja kein Problem. Is it wrong to try to pick up girls in a dungeon? Aber man kann das auch ganz lockerflockig einfach abkürzen. IIWTTTPUP. IITTTTO. IIWTTTPUGIAD. In den Tiefen der Dungeons lauern ganz viele Monster. Und wir sind hier wieder in einem Isekai. Das bedeutet, ein Mensch aus der eigentlichen Jetztzeit stirbt und wird wiedergeboren in einer ganz anderen Welt. Und zwar ist das dann so eine mittelalterliche Welt, wo es Monster gibt, wo es andere so Mensch-Tierwesen gibt und wo die Leute oft in so Gilden organisiert sind. Der wird doch wiedergeboren, oder? Und jetzt habe ich völligen Quatsch erzählt. Ich habe nämlich gerade noch mal mich zurückerinnert. Ich glaube, in diesem Fall sieht man gar nichts von einer Wiedergeburt. Also, weiß nicht, dann kann man eigentlich gar nicht von einem Isekai sprechen. Das heißt, unser Typ hier wird jetzt nicht wiedergeboren, sondern der lebt einfach in dieser anderen verrückten Welt. Da kann man bei den ganzen Isekais auch mal ein bisschen durcheinander kommen. Aber im Prinzip macht es ja auch gar keinen Unterschied. Unser Bell ist so ein ganz junger, unerfahrener Abenteuer, der erstmal ein bisschen aufleveln muss, um überhaupt ja irgendwie erfolgreich zu sein. Und wie levelt man auf? Man geht in so einen Dungeon und besiegt da ein paar Monster und kommt dann wieder zurück, nimmt aus diesen Monstern so Edelsteine oder sowas mit und tauscht diese dann wieder gegen Geld um. Das heißt, man sammelt Erfahrung im Kampf und das eigentliche Aufleveln passiert in dieser Geschichte ein bisschen anders. Nicht einfach nur, dass man die irgendwie zerstört, die Monster, sondern jeder hat eine Göttin. Also nicht jeder, aber er hier zumindest, hat eine eigene Göttin. Das heißt, es gibt sogenannte Familias. Das heißt, Göttinnen suchen sich dann so ihre Abenteurer und dann wächst dann sozusagen so eine Gruppe heran. Aber er hat jetzt erstmal mit ihr alleine erstmal so eine Zweiertruppe. Die Göttin, die bleibt eigentlich nur zu Hause und sorgt für ihn, ist aber nicht bei diesen ganzen Kämpfen dabei. Und sie ist leider, kann man sagen, so ein bisschen so eine Loser-Göttin. Das heißt, die Gilde oder die Familie, die ist überhaupt nicht reich. Die ist ganz arm, das sieht man auch schon. Sie kann sich nicht mal richtige Klamotten leisten. Die sind schon ganz zerfetzt, was ihm wahrscheinlich nicht stört, wenn man sie so anguckt. Aber unter anderen Göttinnen wird sie dafür schon gehänselt. Naja, das ist natürlich nicht so schön. Aber es würde helfen, wenn jetzt ihr Bell sehr erfolgreich wird und dadurch dann Geld verdient. Allerdings ist das jetzt nicht so, dass die sich lieben gegenseitig oder so. Ich habe zwar manchmal den Eindruck, das tut sie vielleicht. Wobei das eigentlich nicht vorgesehen ist, dass Göttinnen ihre Abenteurer lieben. Aber er ist verliebt in eine andere Person und die gilt es jetzt zu beeindrucken. Und das ist ausgerechnet eine sehr, sehr gute Schwertkämpferin aus einer sehr populären Familie. Und zwar ist das Eis Wallenstein. Die beiden kennen sich eigentlich nur ganz flüchtig. Sie kennt natürlich diesen Loser eigentlich gar nicht, hat gar nichts für den übrig, muss ihn sogar einmal retten vor einer Gefahr. Und dann passiert was ganz Merkwürdiges. Also entweder habe ich es nicht verstanden oder es ist einfach wirklich noch unklar. Seine Skills, die wachsen nämlich
überdurchschnittlich schnell plötzlich an und irgendwie wird er immer stärker. Dann braucht man natürlich auch eine neue Waffe und so weiter und kann gegen größere Monster auch kämpfen. Seine Göttin hilft ihm dann zum Beispiel auch, eine neue Waffe zu besorgen, die eigentlich viel zu teuer wäre, aber das macht sie dann mit ihren Connections ein bisschen. Aber sie weiß zum Beispiel auch von einem sogenannten Rare Skill, also ein ganz seltener, von dem sie ihm aber erstmal gar nichts erzählt. Und ich weiß nicht genau, warum nicht. Vermutlich, weil sie sowieso denkt, die Skills von ihm wachsen einfach viel zu schnell. Ja, und dann wird man immer weiter in diese Welt dann hier geführt in dem Manga. Und ganz am Ende gibt es dann auch einen Cliffhanger, also wirklich nur auf der letzten Seite, der dann nochmal Lust auf den nächsten Band macht. Da sieht man dann nochmal einen Charakter, der wahrscheinlich was Schlimmes im Schilde führt. Also wer jetzt Lust hat auf Monster töten, Monster zähmen und Gilden in einer anderen Welt, der ist vielleicht mit Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon richtig gut bedient. Und wer auch manchmal so ein paar hübsche Mädchen sich anguckt, die in knappen Kleidern hier rumhüpfen, ja, der kann hier gerne mal reinschauen. Es gibt aber ein Aber bei diesem Manga. Und als ich das gelesen hatte, war ich schon fast unmotiviert, den ersten Band zu lesen, aber ich bin froh, dass ich das jetzt trotzdem gemacht habe. Und zwar wurde der Mir nichts, dir nichts in Japan abgebrochen. Das heißt, die Reihe lief seit 2013. In Deutschland gibt es auch mittlerweile 10 Bände, in Japan 12. Und dann hat sich der Mangaka überlegt, ich mache die Reihe nicht mehr weiter. Die Gründe dafür sind auch unbekannt. Deswegen hat dann der Publisher in Deutschland ebenso gesagt, dann hören wir auf, ab Band 10 geht es nicht mehr weiter. Dass das Ganze abgebrochen ist, ist auch noch gar nicht so lange klar. Das wurde erst im Oktober diesen Jahres bekannt gegeben. Vielleicht ist der Grund, dass der Mangaka eine neue Reihe begonnen hat, aber ich habe jetzt nicht herausfinden können, woran es wirklich liegt. Aber das Schöne ist dann, man muss ja immer das Positive sehen, ihr habt eine richtig schöne Story, die vielleicht nicht so das Ende hat, was man sich vorstellt, aber ihr kriegt sie richtig günstig. Wir haben die zum Beispiel Gebrauch gekauft und naja, viele Leute trennen sich wahrscheinlich jetzt von der Reihe und deswegen kriegt man die einfach günstig. Also Alex hat sich diese Bände besorgt und er sagt, er hat glaube ich nur 25 Euro für alle 10 Bände bezahlt, also das ist ja ein guter Preis. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr auch Erfahrungen mit abgebrochenen Reihen habt und wie ihr das so fandet. Übrigens basiert das Ganze hier auch wieder auf eine Light Novel und es gibt auch schon eine Anime-Adaption mit 3 Staffeln. Den Anime habe ich noch nicht gesehen, aber vielleicht geht das da ja auch noch ein bisschen weiter. Ich weiß nicht genau. Könnte ich mir aber vorstellen, dass das da irgendwie abweicht. Das war's jetzt mit IIW, TTT, PUG, IAD. Und morgen begeben wir uns in eine ganz andere Welt, und zwar in den menschlichen Körper mit Sales at Work geht's da weiter. Bis morgen, tschüss! Hey, hey.